So, hallo, wir machen weiter bei Kaizo Kindergarten und ach verdammt, wir stehen ja hier gerade. Ah, ich muss das ja noch mal zu Ende spielen. Ich habe das letzte Mal. Ah, ich muss den Raumquatsch noch mal machen, schnell. Ich habe das letzte Mal noch mal zurückgespult, um dann hier die Yoshi-Coin herauszufinden. Was wir dann letztendlich doch noch herausgefunden haben, dass da doch ein versteckter Block ist. Was dumm ist. Also, wow. Entschuldigung, der ist echt blöd. Und jetzt gehen wir nochmal den Weg zur Double Shell. Sehr schön. Jedenfalls hier. Jetzt jedenfalls Double Shell Jump. Mensch. Okay, jetzt passt die Geschichte. Ja, lass mich bitte einfach weiter. Danke, tschüss. So. Oh, das Lied ist auch großartig. Kommt gleich. Vier Parts. Warum? Ein Double Shell Jump ist ein Double Shell Jump. Oh je. Ach so, weil die jetzt schon in der Luft ist. Ja. Ja. Ja, kann ich. You want to jump. You want. Ach so. You want to jump and throw the green shell up on the upper platform as you are falling. Ach so, ich will die hier liegen. Ja. Moment, was will ich? Also ja, also, ne, dass sie praktisch stehen und dann, weil man schmeißt die ja hoch, man bereitet die andere ja praktisch vor. Oh, das war blöd. Man bereitet die andere ja praktisch vor. Ne, man macht das ja dann. Und jetzt würde die ja praktisch in der Luft sein und dann würde ich das. Ja, das. Das ist genau, was ich machen möchte. Ja, auf jeden Fall. Das klappt jetzt schon hervorragend. Oh mein Gott. Ich habe halt gerade die Vermutung, dass da oben die Tür ist, deswegen will ich da einmal hoch. Wobei müsste dann das Screen nicht. Macht er nicht das Screen da? Ah, vielleicht ist dann da doch nichts. Aber wir können es trotzdem mal testen. Okay, da ist nichts. Gut. Catch. After step 2, do a shell jump with the red shell and catch the green shell. Achso, jetzt soll man das erstmal üben. Da müssten wir jetzt halt lange, lange üben, bis man das kann. Ach, nicht hochwerfen. Aber erzählt was von Practice Dead. Ich habe ja hier nicht mal eine Tür, durch die ich gehen kann. Ich muss es ja jetzt schaffen. Oder was will er jetzt von mir? Ne? Ist jetzt ja nicht nur den Catch, den ich machen muss. Stop there and practice it. Ich habe ja nichts wo. Ich muss ja jetzt den Jump hinkriegen nachher. Ich kann den nicht stoppen. Ich komme ja gar nicht zur Tür. Hä? Ich bin verwirrt. Egal. Ach so, ich kann auf den Wolken stehen. Ach so, ich kann auf den Wolken stehen. Ja, okay, alles klar. Jetzt machen wir es richtig.
Sag mal, wo ist mein Yoshi-Coin? Wahrscheinlich muss ich dafür den anderen dann machen oder so, keine Ahnung. Ah, gut. Ja. Das wird jetzt interessant. Gerade eben hat es ja schon fast geklappt. Ich weiß nicht, ob es geklappt hätte, wenn ich nicht auf den Wolken gelandet wäre. Ach, schmeiß er halt nicht wieder hoch. Nice. So, wo ist mein Yoshi-Coin? No! Wo ist mein Yoshi-Coin? Den gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wo kann die denn jetzt sein? Jetzt habe ich aber wirklich überhaupt keine Ahnung. Hier scrollt nichts hoch. Hä? Hä? Na toll. Die Frage ist jetzt halt, will ich die anderen Räume nochmal... Ja, ich muss alle Räume nochmal durchchecken. Oh, doof. Ja, hier ist nichts. Also der erste Raum ist nichts. So, und das hier ist ja eigentlich der Testraum. Und da haben wir gesehen, dass da auch... Da habe ich ja versucht, da hochzukommen. Aber da war ja toll. Aber da war ja auch nichts. Aber es war ja meine Idee, ob da was ist. Aber es hat sich ja nicht so angefühlt, als wäre da was. Also da komme ich nicht... Da kann nichts sein. Hä? So, dann sind wir hier. Wenn da oben könnte ich mal hochspringen. Oder bei der... Gut, die Wolken sind ja fest, haben wir ja gesehen, ne? Aber hier ist halt auch... Hier ist halt auch einfach nichts. Also im letzten Raum. Oder da ist das hier mal eine Röhre ist oder sowas. Aber das wäre ja super dumm. Na gut, machen wir halt den Shelljump zweimal. Jetzt auch kein Problem mit, aber hier ist halt auch nichts. Hä? Ihn auch dreimal machen, so ist es nicht. Hä? Oder auch nicht. Ja, bleib, lass die da oben liegen, die Shell, das ist okay. Ach, komm schon. Ach, Quatsch. Jetzt bin ich halt verwirrt. Ja, aber hier ist nirgends eine andere Tür. Das ist auch keine Röhre oder sowas. Und dann bin ich schon draußen. Hä?
Irgendwann hier mal sowas in die Röhre oder was? Ich check's nicht. Ich hab, also es bleibt eigentlich nur dieser Raum. Das ist der einzige, der sich komisch anfühlt. Was soll ich bis da hochkommen? Das ist doch zu hoch. Sicher, dass hier keine Blöcke irgendwo sind? Komme ich da noch höher vielleicht? Ja, ein bisschen komme ich schon noch höher, ne? Ein bisschen höher müsste man noch kommen. Ja, man kommt noch höher. Okay, warte. Oh je. Ah, fast. Ich bin halt noch zu nah dran. So interagiere ich noch nicht mit der Shell. Aber da macht er ja nichts da oben. Es ist jetzt wirklich noch zu wenig hoch gewesen. Unfassbar. Es war halt der einzige Raum, der es hätte sein können, aber wuff. Sheesh. Ich protestiere. Oh, okay. Ja, meinetwegen. Item Jumps and Womp-Frame. Ah ja, jetzt kommt der P-Jump. Oh je. Und noch andere One-Frame-Geschichten. Wie ein Grab vielleicht? Wall-Grab? Aber kein Wall-Jump. Das wäre es ja. Keys, Pieces and Springboards. Hooray. Oh, wollte ich nicht. Zurück. Was war denn da jetzt gestanden? Eine Shell oder was? Ah ja. Okay, das hat mir jetzt erstmal beigebracht, was ich mit den Items machen kann. Jetzt will ich ihn erstmal nur in der Luft drücken. Ja, ich will ihn erstmal nur in der Luft drücken. Okay. Aber vorher will ich gucken, ob hier eine Tür auftaucht. Nein, da auch nicht. Okay. Dann ist hier schon mal nichts. Bin ich denn dumm? Hä? Danke. Ach, komm schon. Geht doch. Ja, das mache ich am liebsten. Oh. Da muss ich noch nicht mehr abspringen jetzt, ne? Das ist ja im Moment nur draufdrücken. Im Moment ist es ja nur draufdrücken. Ich will aber jetzt wieder gucken, ob da nicht eine Tür aufgetaucht ist. Nein, ich wollte nicht safen. Ups. Habe ich nicht richtig gesehen, ob da nicht eine Tür aufgetaucht ist. Nein! Keine Tür.
Warum ist das hier so weit? Es wäre hier irgendwas, aber da ist nichts. Yep, mit dem kann ich sofort interagieren. Deswegen kann ich damit auch viel höher kommen. Und ich verliere die Geschwindigkeit, richtig. Achso, das hat er jetzt mir nur erklärt. Cool. Wait. Haben wir hier... Geht der Screen hier höher? Nein. Okay. Gut. Achso, er erklärt mir den Springboard Jump. Hat das nicht gereicht? Ah. Okay, da ist nichts. Ja, bin ich denn doof? Slightly earlier, mache ich doch. Achso, earlier than Shell Jump Timing. So. Okay, ich soll es mit dem Shell Jump Timing diesmal werfen. Was macht der Screen so? Screen macht nichts, okay. Wait, aber da kann ich doch jetzt zum Beispiel auch den hier machen, oder? Achso, soll ich ja. Ha! Ich dachte jetzt, ich muss ihn da oben ranwerfen. War Quatsch. Ich soll das ja so machen. Jump, then immediately once you are near the peak of your jump release. Ah, okay. Ja, das ist nämlich das Problem. Nein! Oh mein Gott. So, das ist nämlich das Problem, dass man die dann loslässt. Ich will die ja nur fallen lassen. Jump? What? Achso, to do a drop springboard jump. Then immediately tap links. Once you are near the peak of your jump, release Y. Ja, aber dann lasse ich den ja fallen. Ja, so irgendwie. If you're moving too slow, you hold for too long. Ah. Oh Gott. Das ist echt komisch. Das ist echt komisch. Was man hier auch machen könnte, wäre irgendwie so ein Sprung. Ne? Das geht auch, das gibt's auch, aber ich weiß nicht, wie der geht. Das ist jetzt auch nicht das, was gesucht ist. Deswegen machen wir das jetzt auch nicht. Ich darf den halt nicht loslassen. So, ja, so. Genau so. Dankeschön. Uff. Ja, das ist mein Lieblingsdings. Das immer gleichzeitig drücken und manchmal haut es einfach nicht hin. Ja. Keyjumps sind... Oh nein! Es scrollt hoch. Oh nein.
Ich weiß genau, was das heißt. Mhm. Okay, sie ist da. Ich dachte jetzt erst, ich muss hier auch vielleicht hoch. Aber da drüben ist er. Okay. Also müssen wir den Schlüssel mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das ohne Stealth hinkriege. Nur mal so am Rande. Ach, toll. Oder ist hier vielleicht, sind hier vielleicht Blöcke? Wenn da Blöcke wären, wäre mir das deutlich lieber. Aber das wäre schon ganz schön viel für den. Ah, großartig. So, Safe State auf jeden Fall. Sind da Blöcke? Bestimmt nicht. Nee. Okay. Na, hier nicht runterfallen. Ich glaube, es reicht, einen zu schaffen. Bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, einer reicht. Ein bisschen Glück reicht einer. Die Musik ist gerade echt ungünstig, um da loszuspringen. Okay, das ist schon angenehmer. Ha, spring doch nochmal ab, dann. Ich kleb halt nicht auf dem Schlüssel. Oh Gott. Spring doch einfach nochmal ab. Was hältst du davon? Ich würde davon sehr viel halten. Gott, wie lange ich die Dinger nicht mehr gemacht habe, ne? Es muss aber auch so eine kleine Fläche hier oben auch noch sein. Oh nein! Oh, ich will das nicht. Oh, geh doch weg mit dem Quatsch. Das ist so eine kleine Fläche, es nervt. Ah. Oh Gott. Oh Gott sei Dank. Ich will jetzt das Schloss nicht spielen. Ich will gar nicht wissen, was mich in dem Schloss alles erwartet. Oh Mama. So, was genau steht jetzt hier eigentlich alles? Ja, wirklich viel erklärt hat er dazu halt auch nicht. Ah ja. Nein. Nicht erwischt. Oh Gott. Mist. Okay, das wird ein lustiges Schloss. Ah, kommt noch was dazu, ne? Ja, wir sind noch lange nicht durch. Ha! Stun-Timer Resets. Was ist das denn? Stun-Timer. Resets. This level teaches you about carry-able enemy jumps. Ah! Verstanden.
If you died, you jumped too late. Ach so. Ach so, ich muss den... Das nützt ja nichts. So nützt das ja gar nichts. Ich muss den ja hochwerfen. Oh, Himmel. Nein. Oh Gott. Ich werde mal mit States jetzt arbeiten, einfach nur damit ich den nicht immer wieder halten muss, bis er abgeht wie ein Schnitzel. So, danke schön. Habe ich mir doch gedacht, dass da was ist, wenn der schon darüber scrollt. Wenn der schon rüber scrollt, muss da ja was sein. Nein. Das gibt's doch nicht. Das ist doch ein normaler Shelljump hier. Hä? Ja, moin. So. Zack. Jetzt haben wir schon zwei neue Level, die wir spielen könnten. Ist der gleiche, ist die gleiche Höhe, ne? Also einfach nochmal das gleiche, nur jetzt nach rechts. Dankeschön. Jo! Ich will den Krieg eigentlich nicht skippen. Aber ja, es ist manchmal tödlich. Weil es nicht mal funktioniert. Ach so, das war schon das Stunt-Timer. Okay. Cool. Oh, Yoshi Mechanics. Das dürfte ein langes Level werden. Weil da gibt es eigentlich recht viel zu sagen. Je nachdem, was er alles mit dann nimmt. Wobei, ich glaube, dass es nur Standardsachen jetzt sind. Ich glaube, der wird jetzt nicht sowas wie Springboard-Essen oder sowas mit einbringen. Es geht eigentlich nicht um Glitches, ne? Ja, Mensch, das ist ja... Das ist ja eine Nummer. Oh Gott. Ja, das ist alles klar. Das ist auch klar. Das ist auch klar. Ich hoffe, ich brauche den nicht. Oh. Cool. Tschüss, Yoshi. Ja, so kann ich den essen, so kann ich den essen. Aber die erklären mir jetzt nicht den Springboard-Trick. Oder kommt der noch? Man weiß es nicht so genau. Na komm. Na, wirst du wohl. Ich will den aber kurz demonstrieren. Yay! Aber wahrscheinlich kommt sowas wie Yoshi Shell Jumps oder sowas. Ja, das kann ich auch. Guck mal. Echt? Hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Oh Mist. Oh Mist! Oh Mist. Aber hier ist eh nichts Verstecktes, ne? Schade. So. Ich krieg hier eh ein neues Yoshi, aber ist egal. Erklärt ihr mir jetzt echt die Shellfarben? Ich hab Kaizo-Tricks erwartet. Nicht SMW. Oh, und guck mal, mit der blauen kann ich fliegen.
Warte. Ach, aber guck mal, das One-Out-Timer ist auch interessant. Das ist natürlich hilfreich, aber es ist nur jetzt da. Also 250 Sets immer, ja. Wait, ach so, ich muss das hier machen. Okay. Ja, dann halt nicht. Das ist jetzt nicht, was ich möchte. Oh nein. Oh nein. Was? Das erklärt dem jetzt halt echt, ne? Oh no. Oh no. Unangenehm. Das wollte ich nicht. Spit out the shell slightly after pressing B. Oh, aber dann, ich muss ja wieder essen. Hä? Okay. Aber welche Höhe muss ich da haben? Die nicht. Die auch nicht. Ja, tschüss. Und welche Entfernung? Das hat jetzt alles nicht gesagt. Ich mache das wieder eher nach Gefühl, ne? Warte, kann ich hier eigentlich... Ah! Okay, das hat einen Grund, dass es hier... Hä? Wenn du mich da drüber lässt... Du bist ja eine Nuss. Ah. Okay. Panga, bitte. Wenn du mich da drüber lässt, dann ist das doch nicht meine Schuld. So. Meine Herren, gib mir die Shell. Gib mir die Yoshi-Coin. Dankeschön. Neuer Anlauf. Also ich habe es jetzt irgendwie wieder mehr nach Gefühl gemacht und nicht nach dem, was da stand. Slightly, B, after, bla bla. Ich, keine Ahnung, ich krieg das nicht hin, wenn ich es nicht nach Gefühl mache. Bing. Das war nicht, was ich wollte. Ups. Wait. Ach so. Notgifte war schon zu tun. Ja, wem soll ich es denn auch sonst geben? Mario bestimmt nicht. Ja, der kann jetzt Feuer spucken. Yay. Und guck mal, der kann fliegen. Erklärt ihm jetzt echt die Yoshi-Farben, ja? Puh. Ich fühle mich gerade so viel schlauer. Ja, und ich kann ihn auch mit 3 essen. Guck mal, 1. Ups. Hat nicht funktioniert. So, guck mal. 1, 2, 3. Easy. Kein Yoshi-Shell-Charm, kein Yoshi-Dupliziert-Zeug. Okay.
Assessment Nummer 4. Ich weiß ja nicht, ob wir uns bei 35 Minuten da noch reintrauen sollen. Denn ich glaube, da kommen schlimme Dinge. Wir hatten jetzt einen echt krassen Abschnitt so. Mit Shellcham, Double Shellcham und dem ganzen Zeug. Wir können ja mal kurz reingucken. Ganz vorsichtig. Yep, alles ist da. Oh je. What? Ach so, okay. Ich habe überlegt, ob Yoshi da vielleicht noch hin muss, aber nein, das ist für den Koopa. Einmal auf dem Koopa drauf, dann unten auf den Koopa, das ist gemeint gewesen. Ne, Yoshi kriege ich da nicht rüber. Dafür ist er zu niedrig. Ah, das war zu hoch. Dann auf den blauen Block und dann habe ich erstmal meine Ruhe. Potenziell. Ach, komm schon. Huch. Ja, sag mal. Warum lasse ich denn die Taste nicht einfach los? So. Wait, aber da unten ist jetzt ja eine Linie, die ist ja, ist jetzt irgendwas ja nicht richtig gelaufen. Irgendwas muss da unten sein. Irgendwas muss da unten doch jetzt langlaufen. Was will ich da unten haben? Oh, hi. Dich will ich da unten haben, ja? Dann komm mal wieder her, mein Freund. Hä? Ja, aber halt. Ja gut, so geht's auch. Glaube ich. Hallo? Hä? Läuft er jetzt? Oder geht in die falsche Richtung? Ah, jetzt nicht mehr. Nein! Oh, so close. Okay. Vielleicht soll ich den auch so rausschicken, dass der Koopa dann da rüber rutscht und dann da durch. Ach so! Ja, gut, aber ich kann ihn wieder reinspawnen, deswegen ist das nicht das Problem. Ja, okay, verstanden. Jetzt haut er halt ab und das darf eigentlich nicht passieren. Ist aber egal. Ich liebe es. Das erste Mal, dass es nicht funktioniert. So, danke schön. Ist aber wie gesagt egal, weil ich kann ja den hier machen. Ach, verdammt. Huh. Muss ich echt hier drüben stehen, dass er wieder reinlädt, ja? Cool. Ach, komm schon.
Also eigentlich soll man das praktisch dann schneller alles machen. Dass ich halt diese High- und Low-Jumps nicht hinkriege. Jetzt ist es in die andere Richtung, aber es ist egal, wie gesagt, weil... Haben wir ja gesehen, warum es egal... Oh. Nimm! Nimm den Block mit! Ah! Ich verstehe es halt nicht. Mal geht's und mal geht's nicht. Man sieht ja, dass ich beide Tasten drücke. Keine Ahnung, wie ich das regulieren kann. Das konstant funktioniert. Ich weiß es nicht. Nice. Oh, ich hätte da was mitnehmen müssen. Hups. Ach du grüne Neune. Wie es wirklich gedacht ist, das kriege ich nicht hin, weil ich den Block nicht rechtzeitig mitnehmen kann. Oh, komm schon. Gibt's doch echt nicht. So. Nur mal testweise. So. Ach so! Ach, ich dumm. Ja, verstanden. Und ja, ich weiß, ich habe jetzt ein Safe Set hier in der Mitte. Der nicht nötig wäre. Ich nutze den Goomba, um hier die Shell zu nehmen und dann das so zu. So rum ist das gedacht. Ich dachte, ich muss da noch... Wie soll ich da rüberkommen? Ich krieg Yoshi da auf keinen Fall durch. Doch, ich krieg Yoshi da... Oh nein. Nee, krieg ich nicht. Doch, Yoshi könnte da durchlaufen. Wenn ich die doch nicht töte. Okay, müssen wir ausprobieren. Das hilft nichts, das müssen wir ausprobieren. Das sind zu viele. Kriege ich das hin? Okay, rüber kriege ich ihn. Aber ich krieg's nicht hin. Ja, ich krieg's hin zu sterben an der Stelle. Das kriege ich hin. Wenn er auf dem Weg dorthin eine noch mitnehmen könnte. Kann ich ihn so antriggern? Geht das vielleicht? Ich krieg da keine mitgenommen. Ich krieg den nicht angetriggert.
So ist der halt auch keins, ne? Warum dreht er sich immer in die falsche Richtung dann? Oh! Nice! Es geht doch! Wie habe ich das jetzt hingekriegt? Okay. Lieber wäre es mir gewesen, ich könnte hier einen essen, aber... Oh, das gibt's doch nicht, aber das ist ein echt knappes Zeitfenster. Ist das so gedacht? Fragezeichen. Aber anders kriege ich euch wieder halt nicht durch. Und wenn ich... Nice. Jetzt muss ich nur erwischen. Geht das? Hä? Ja, es geht. Krass. Und jetzt? Hä, ist da oben Decke? Ist das da drüben einfach der nächste Raum? Und nicht die versteckte Tür? Habe ich mich gerade selbst verarscht? Da geht's nicht hoch. Ach, komm schon! Jetzt war ich sicher, dass das der Weg, der Secret ist. Ist das einfach die nächste... Warte. Aber die sehen anders aus, die nächsten Räume. Hä? Man hat doch nie eine Wand da an der Tür gesehen, wenn man da raus ist. Man sieht ja auch nie eine Tür, wenn man da reingeht. Hä, das muss doch der Secret sein. War hier irgendwo eine blaue Shell? Nein. Warte, andere Theorie. Nee, da ist nichts. Aber mit dem P-Switch war da ja auch nicht. Oh nein, ich bin eine Nuss. Verstanden. Ich muss da oben einfach hoch, ja? Und dann laufe ich da oben drüber. So rum wird es gedacht sein. Oder ist hier auch schon Decke? Nee, da ist noch keine Decke nämlich. Sag mal, ich hatte ihn doch gerade da drüben. Weißt du, beim ersten Mal funktioniert es und dann nicht mehr. Das liebe ich ja sowas. Das speichern müssen. Anscheinend ist es total schwierig, ihn dahin zu kriegen. Dabei habe ich es gerade hingekriegt. Warte, weiter zurück. Ich kann ja den Goomba dafür nutzen. Oh! Ups. Überhaupt wäre es besser, wenn der Goomba weiter oben wäre. Den kann ich auch dafür nutzen. Das reicht nicht. Mist. Der war ja mal weiter oben.
gut, der ist gut. Ja, jetzt passt die Geschichte. Oh, was eine dumme Tür. Okay. Gut, dann spielen wir jetzt nochmal kurz bis zum zweiten Raum und machen den zweiten Raum dann beim nächsten Mal. Also da trickse ich ein bisschen, weil so ist es eigentlich ja gar nicht. Ups. 8 sind die Münzen schon weg übrigens, das ist ja auch interessant. Dann könnte ich ja sogar einen Peach-Jump machen. Warte. Dann machen wir das besonders stylisch. Das reicht nicht. Das mache ich aber mit Safe States besonders stylisch. Sonst wird es nicht so besonders stylisch. Ah, nein. Komm schon. Perfekt. Warte, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Nice. Dann war das mit Yoshi auch gar nicht gedacht, so da durchzukommen. Na gut. Ist okay. So, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen und tschüss.